Ein quellfrisches Bier aus dem Land der Eidgenossen kommt jetzt bei ProbierTV. Hey, hallo, servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ProbierTV. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr habt Lust auf einen kleinen Ausflug in die Schweiz. Hab ja viel zu selten Biere aus der Schweiz hier am Kanal und die aktuelle Kalea Beer Tasting Club Monatsbox hat es mal wieder möglich gemacht, dass ich ein Bier aus dem Nachbarland Österreichs und auch Deutschland bekommen habe, das quellfrisch aus der Brauerei Locher in Appenzell, ja, mehr bekannt für seinen Käse. Aber wir werden jetzt mal die bierige Seite von Appenzell überprüfen. Steht auch unten drauf, Appenzeller Bier, ein Lager mit 4,8 Volumenprozent Alkohol, 18 Bittereinheiten. Und die Brauerei sagt schon, 4 bis 6 Grad soll man das Bier runterkühlen. Also ich habe es jetzt tatsächlich gerade aus dem Kühlschrank rausgeholt. Dieses Bier wird seit 1992 gebraut. In Appenzell selber braut man schon seit 1810. Die Familie Locher hat 1886 die Brauerei übernommen und braut jetzt in der fünften Generation Bier in Appenzell. Also relativ lange Brautradition und offensichtlich ist man dort auch sehr innovativ. Ich habe mal ein bisschen auf der Webseite rumgestöbert. Die Brauerei Locher war die erste Brauerei, die 1920 in Appenzell ein LKW hatte. War natürlich eine Zeit, wo das noch nicht so üblich war. Und 1991 war sie die erste Brauerei der Schweiz mit einer eigenen Website. Oh, auch vielleicht ein erwähnenswerter Punkt. Macht das Bier möglicherweise nicht besser oder aber auch nicht schlechter, Gottes Willen. Und vielleicht noch für Leute, die wie ich gerne mit dem Flugzeug unterwegs sind, dieses Bier ist offensichtlich an Bord der Swiss zu haben. Flieg viel zu selten mit der Swiss, um das jetzt tatsächlich bestätigen zu können. Aber ich habe das gelesen, dass die Swiss Bier von der Brauerei Locher hat. Und jetzt will ich mal sehen, vielleicht ist ja mein nächster Urlaub an Bord einer Maschine der Swiss. Und sie haben einen Drehverschluss. Deswegen kann ich euch die Bottle Cap jetzt schön in die Kamera halten. Und ja, das Bier dann hier auch standesgemäß einschenken. Na, komm, ein bisschen Schaum bringen wir doch noch drauf. Genau. So. Hat erstmal ein bisschen gezögert, aber dann hat es funktioniert. Schönes, glanzfeines, goldgelbes Bier, eher hellerer Natur. Der Schaum obendrauf, nur nicht zu kompakt, eher auch mittelporig. Oben so eine ganz feine cremige Schicht oben drauf, 2,5 Finger Schaum und ja, schon ein bisschen Kohlensäure auch zu sehen, die hier im Glas aufsteigt. Ja, es ist tendenziell eher so auf der malzig-strohigen Seite zu Hause, das Bier. Ein bisschen zitrusige Noten, aber es ist eher so ein malzig-strohiges Aroma, was einem da entgegenschlägt. Jetzt auch nicht zu intensiv. Und ganz ehrlich, ich habe dieses Etikett hier gesehen. Eine Zeichnung von Alfred Fischli, wird auf der Webseite verraten. Offensichtlich ein Schweizer Künstler, den man kennen muss aus Appenzell. Oder vielleicht ein lokaler Künstler, den man bekannt machen will. Und da habe ich mir gedacht, boah, also jetzt den Innovationsdesign und Freaky-Preis gewinnt man damit offensichtlich nicht. Aber natürlich ist es dann wieder so eine Gratwanderung. Einen lokalen Künstler mit einem Bergmotiv zu nehmen, kann natürlich auch Heimatverbundenheit generieren. Aber ja, ich muss ganz ehrlich sagen, könnt ihr mir hier mal schreiben, wie ihr dazu steht. Aber unten diese, ich sage jetzt mal Heidi Geisenpeter-Kuh, mit dem Alpenmotiv im Hintergrund, ist für mich ein bisschen zu kitschig. Brauche ich nicht. Aber wie gesagt, es geht ja um das Bier und das werden wir jetzt probieren. Cheers. Oder habe ich schon gesagt? Geht auch zweimal. Es geht relativ easy runter. Das spricht schon mal dafür, dass es an Bord eines Flugzeugs ausgeschenkt wird. Hat so eine ganz leichte Malznote, sehr wenig bitter, 18 Bittereinheiten, das kann man jetzt schon mal vorwegnehmen, da passiert auch, glaube ich, nicht allzu viel, hat auch so eine leicht strohige Note, also das, was wir im Aroma schon hatten, bestätigt jetzt eigentlich der Trunk.
Es ist so ein ganz dezentes, grasiges Aroma da. Ganz dezenter, grasiger Hopfen, der jetzt eben nicht bitter ist, sondern eher so über diese grasigen Noten kommt. Passt natürlich wieder zu dem Alfred Fischli-Bild von den grasigen Almen. Aber es ist jetzt kein Lager, was irgendwie einen zum Bäume ausreißen bringt. Vom Körper her schlank, spritzig, süffig. Das ist ja so wie ein erfrischendes Bier sein muss. Vielleicht, wenn man gerade tatsächlich auf den Berg raufgekommen ist oder vom Berg runtergekommen ist und was Erfrischendes braucht, dann funktioniert das Quellfrisch wahrscheinlich sehr, sehr gut. Ist jetzt keine, wie soll ich sagen, keine Aromenbombe, aber es wird wahrscheinlich für seinen Zweck die Liebhaber haben. Und ich versuche jetzt gerade noch was über den Nachtrunk zu sagen, aber er ist tatsächlich so kurz. Es kommt so ein bisschen, also wie gesagt, so eine leichte Malznote rein, wird mal ganz kurz auch ein bisschen süßer, aber ist dann eigentlich auch schon weg und dann kann man es in Wahrheit nur noch weiter austrinken. Es ist ein, ja, ich will nicht sagen langweiliges Bier, weil es doch so ein paar Nuancen hat, die ich jetzt gar nicht unspannend finde, aber es ist natürlich weit weg davon, irgendwo für ein Lager die Komplexität zu haben, die wir so gerne haben. Und deshalb gibt es für das Quellfrisch von der Locher Brauerei Appenzeller Bier gibt es 3 von 5 möglichen Punkten für das Quellfrisch Lager aus der Schweiz, aus Appenzell. Und wenn ihr dieses Bier kennt, vielleicht an Bord der Swiss mal getrunken habt und vielleicht schmeckt es ja auf 10.000 Meter Höhe ganz anders als hier bei mir am Boden, dann würde mich eure Meinung interessieren. Gibt es vielleicht andere Biere der Brauerei, die ich mal verkosten sollte oder andere Biere aus der Schweiz? Ich habe tatsächlich viel zu wenig Biere aus der Schweiz hier am Kanal und würde mich freuen. Es gibt da eine relativ aktive Bierszene, habe ich mir sagen lassen. Und würde mich tatsächlich freuen, wenn ihr mir ein paar Tipps für Biere aus der Schweiz gebt, die ich auch irgendwie bekommen kann, im Idealfall irgendwo online bestellen kann. Dann sage ich an dieser Stelle danke fürs Zuschauen, freue mich, wenn ihr ein Abo da lasst. Wir sehen uns morgen wieder beim nächsten Bier hier bei Probiert TV. Bis dann, tschüss, Baba, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.